gerne den falschen Leuten auf den Schlips. Ich wäre vorsichtig. Das sollten Sie auch sein, Mr. Kaylock. Wie Sie meinen. Jetzt haben wir hier viele Blighters. Ich glaube, den müssen wir jetzt ein bisschen auf die Schnauze hauen. Jetzt hör halt auf, mich die ganze Zeit zu kontern. Das ist nicht nett. So. Das war's schon. Tatsache. Cool, wir können hier rekrutieren. Ich würde sagen, dann gehen wir nochmal ganz, ganz schnell hier zur Kiste gucken. Die dürfte hier drinnen sein, ne? Ja. Sie haben erst auf mich geschossen. Geschieht ihr recht. Dann haben wir hier wieder so eine coole Timelapse. Gefällt mir. Und das ist doch die Kleine hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Wo sind wir hier gelandet? Wie schön, Sie beide endlich zu treffen. Das ist die Babylon Alley. Wir wissen einfach alles über das Straßenleben und geben Kindern eine Möglichkeit, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Clara, Mr. Green glaubt, wir könnten uns gegenseitig helfen. Im Gegenzug für unsere Hilfe müssen Sie uns einen kleinen Gefallen tun. Nun, warum nicht? Den Großteil meines Geldes habt ihr ja schon. Warum nicht auch noch einen Gefallen? Es gibt in dieser Stadt mehrere Fabriken, die fast ausschließlich mit Kinderarbeit betrieben werden. Diese Kinder arbeiten endlose Stunden für einen Hungerlohn und die meisten von ihnen dürfen das Fabrikgelände nie verlassen. Sie leiden fürchterlich. Ich bitte euch, sie zu retten. Kleinen Gefallen? Dafür bieten wir ihnen Informationen. Etwas, das sie offenbar brauchen. Jetzt warte mal einen Moment. Ich muss zu einer Verabredung. Also was sagen Sie? Akzeptiert. Toll, mit euch Geschäfte zu machen. Ist ja leider wirklich so gewesen in dieser Epoche. Spielt ja 18... ja, gegen Ende des 19. Jahrhunderts halt, also gerade mitten in der Industrialisierung, zumindest in England. Und ja, Kinderarbeit, also das hat ja da echt unglaubliche Ausmaße. So, wir werden jetzt hier erstmal, in diesem Gebiet gibt es eine Alarmglocke. Ups, oder? Kein Alarm auslösen. Okay. Dann markieren wir jetzt hier erstmal die Gegner. Wir liefern nächste Woche und hängen weit hinter unserem Soll. So. Wer ist das denn? Der Anführer. Ach so. Ich bin stärker als hier. Okay. Sehr schön. Was mich hier aber interessiert jetzt, sind hier noch irgendwie... Nee, das dürften alle gewesen sein, ne? Hier unten sind noch ein paar Rooks. Und dann will ich nämlich... den hier so mit einem Stealth-Kill töten. Dann den dort hinten, den können wir auch treffen. Das würde ich gerne machen, wenn hier alle aus der Schussbahn sind. Dann haben wir nämlich auf der Etage, glaube ich, niemanden mehr. Nee, genau. Sie sind billig, aber jede Woche muss man eins von ihnen ersetzen. So. Wir plündern den noch schnell wieder mit. Hoffen, dass wir hier nicht gesehen werden. Der hier oben, der gefällt mir nicht. Okay. Sehr schön. Sabotiert. Ich hoffe, die können jetzt keinen Alarm mehr auslösen. Das wäre natürlich mega geil. Alles wird gut. Die sind tot. Wir sind keine Diebe. Wer ist das? Ach, okay. Ist das hier draußen? Ja, das bin ich. Ist hier irgendwo eine Truhe, oder? So, hier oben ist jemand. Der Nächste, der ein Wort sagt, wird die Nacht über an den Zaun gekettet. So. Hallo. Der da drüben macht mir auch noch Sorgen. Jetzt komm, visier den an. Ab. Und dann werde ich jetzt hier ganz, ganz vorsichtig durchschleichen. Mir das Ding hier holen. Mir dem sein Zeug hier holen und die Kinder hier aufpassen. Befreien. Ich frage mich auch, was die hier machen. So, wir sollen den dort mit einem Stealth-Kill töten. Oh, hier ist noch einer.
Der ist irgendwie ganz, ganz oben. Wir liefern nächste Woche und hängen weit hinter unserem Soll. Dann würde ich mich gerne mal. Hallo? Hallo? Jetzt. Hier mag ich mich nämlich dranhängen und dann hopp, hopp, hopp. Nein, nicht hoch. Genau, so hier. Und jetzt will ich den hier. Alle, hoppsala. Hallo? Komm ich hoch? Offensichtlich gerade nicht. Kuckuck da hinten. Und den ganz oben, den lassen wir erstmal dort ganz oben sein. Der, oh. Ah ne, der kann es nicht sehen. Das ist natürlich toll zu hören. Mist, jetzt wollte ich doch hier oben gerade noch... So, und da bin ich auch schon hier. Ich habe gerade einfach mal ein paar Leute rekrutiert. So, und jetzt machen wir mal hier den Bandenkrieg. Oh, da habe ich ihn ja fast geküsst. Das wollte ich gar nicht. Ah, da sind sie ja. Der noch übrige Widerstand in Whitechapel kommt von Starricks Stellvertreter. Kaelog lässt sich nicht aus dem Gebiet vertreiben, außer durch einen Bandenkrieg. Selbst schuld. Hier. Ich bin sicher, Sie können besser damit umgehen als ich. Was soll das, Greenie? Assassinengeburtstag? Sammelt die Leute. So, Fähigkeitsupgrades. Okay. Dann, wenn wir schon mal reingeschmissen werden, wir haben 5 Sachen, die wir ausgeben können. Dann machen wir das doch gleich erstmal. Eevees Fähigkeiten sind das hier. Beute-Takedown. Das machen wir auf jeden Fall. Weil Beute-Takedown, das ist genau das, was wir brauchen. Dann was haben wir denn hier? Mehr gewöhnliche Herstellungsmaterialien. Ja, brauchen wir jetzt nicht so. Schlösser knacken. Ich weiß nicht. Okay. Ja. Gesundheitsboost. Na, das brauchen wir für Eevee nicht. Dann hole ich mir das hier mal für Eevee. So, und jetzt haben wir nämlich Level 2 erreicht und können dann halt über dieses untere Level hier skillen. Einschüchterung. Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Was haben wir hier drüben noch? Ein Konterboost. Das wäre natürlich richtig geil, aber ich glaube, das machen wir für den Jacob. Oh, was haben wir hier? Schleichen. Weniger schnell entdeckt und ihre Attentate verursachen weniger Lärm. Erster Schlag. Ich überlege gerade, wollen wir das machen? Adlerauge 3. Erhöht sich und es zeigt nun auch die Blickrichtung der Gegner. Das ist natürlich genial. Mit der Eevee will ich sowieso ein bisschen schleichen, also ja. Reduziert den erlittenen Nahkampfschaden. Das könnte man bei Eevee brauchen, aber wir haben jetzt eh nicht mehr genügend Sachen hier. So, fortfahren. Und wir könnten uns jetzt hier irgendwelche Sachen kaufen. Will ich aber gar nicht, weil wir haben eigentlich genügend Geld. Ah, das ist dieser Stock. Den könnte ich freischalten. Und gibt es hier dann noch irgendwas anderes? Nee, gerade nicht. Okay. Dann. Mr. Rexford Kaelog akzeptiert Ihre Bedingungen und erwartet Sie an der Whitechapel Station. Er hat seinen Zug auf den Kampf gesetzt. Bist du, Kaelog? Vielleicht lockt dich ja das raus. Rox! Zu den Waffen! Ja, erstmal zu den Waffen. Dann machen wir die hier schnell alle fertig. Ich klopfe einfach mal mit rein. Unkoordiniert und komplett ohne Sinn. So. Da oben haben wir einen. Da sind sie ja! Ich darf den Zug hier gerade schon zum 5. Mal verfolgen. Nur damit ihr versteht, warum ich hier gerade ein bisschen angepisst bin. Das ist einfach wegen solchen Bugs wie gerade eben hier. Ich hab's schon gesehen. Ich weiß nicht, durch was die verursacht werden, aber ich werde die ganze Zeit einfach getötet. Ich fall durch den Zug durch oder irgendetwas anderes. Als ich das erste Mal durchgespielt habe, habe ich keine von diesen Fehlern entdeckt.
weiß nicht, was hier los ist. Also, ich habe das Gefühl, der letzte Patch hat das irgendwie noch schlimmer gemacht hier. Aber, ja. Hier beispielsweise, er hat uns getroffen. Dabei habe ich ganz eindeutig auf B gedrückt, um zu kontern. Also, ja. Verzeiht mir das bitte, dass ich ein wenig schlecht gelaunt bin, aber... Bugs kann keiner leiden. So, jetzt aber hier. Glaube ich nicht. So, jetzt. Mache ich das gerade wirklich einfach hier? Schade, wie ist die anderen. Wie ist die an uns rangekommen? Tja, so geht's natürlich auch. Ich verstehe gar nicht, was jetzt daran so einfach war. Also, beziehungsweise warum es so einfach war, aber nun gut. Ist wohl kaputt. Naja, da haben wir jetzt aber einen Zug. Das ist doch auch was. Stimmt, er hatte ja seinen Zug drauf gewettet. Also können wir doch mal in den Zug reingehen, oder? Und wir haben jetzt geskillt, wir haben alles möglich gemacht. Wir schauen uns nochmal den Zug an. Und dann beende ich diesen Part auch schon wieder. K-Lock ist tot! Whitechapel ist nicht länger in der Hand der Blighters! Jetzt habt ihr die Gelegenheit, euch uns anzuschließen! Wir begrüßen jeden, der sich gegen Starrick und seine Handlanger erhebt! Bei den Rooks. Sehr schön, so wirkt man natürlich neue Mitglieder an. Oh, ihr Bastarde, ich werf mich lieber selbst vor den Zug, als Bertha noch eine Meile für diesen Dreckskerl zu fahren. K-Lock? Der ist schon abgefahren. Ach ja? Hat man da noch Töne? Und wer seid ihr zwei? Ich bin Evie Fry. Und mein Bruder Jacob Fry. Sehr erfreut. Ich bin Agnes McBean. Entzückend. Ich dachte schon, ich werde befördert. Und jetzt bin ich wohl arbeitslos. Dann arbeite doch für uns. Ah, da scheißt doch einer die Wand an. Zahlt ihr mehr als Küchenabfälle? Ich denke, das schaffen wir gerade so. Dann präsentiere ich euch Agnes und Bertha, Lady und Lokomotive, zu euren Diensten. Ich bin dann im nächsten Wagen. Ein Versteck auf Schienen. Welch großartige Idee. Ja, es ist wirklich erstaunlich gut gelaufen. Schön. Dann verfolgen wir die Spur von... Jacob? Das ist wichtig. Ich werde nichts machen, bis das repariert ist. Vielleicht kenne ich jemanden, der Ihnen dabei helfen kann. Das dachte ich mir, Greenie. Ich hoffe, ihr habt euch auch gerade so gewundert wie ich. Also es war ja wirklich mehr als ein wenig verbuggt. Weißt du, mit ein bisschen Moos kann man in dieser Stadt richtig was losmachen. Überleg mal, was du Gutes tun könntest mit dem ganzen Geld. Ach, hier hinten. Du willst London wieder her? Dann nehmen wir das mal. Das ist deine Chance. Auf der Karte siehst du, an wen du dich wenden kannst. Alte Freunde von mir. Wenn du ihnen so. Was haben wir denn hier alles? Insider. Medizin in Geschäften kaufen, im Kampf, um ihre Gesundheit schnell zu regenerieren. Wisst ihr was, das machen wir jetzt einfach. Ich bin ja so jemand, der sowas braucht. Leider. Oh, jetzt haben wir hier was freigeschaltet. Ah, man musste sich das kaufen, um den Rest freizuschalten. Das ist natürlich böse.
Und das Einkommen um 500 alle 30 Minuten. Das klingt so gut. Wie viel kostet denn das? Hallo? Können wir es uns nicht leisten? Ach ne. Dann Schwarzmarktbeziehung können wir uns auch nicht leisten. Rollerboom. Okay. Kleine Rooks. Gut. Insider. Okay. Kutschensabotage. Glücksspeer. Okay. Kaufen Sie Kutschen für die Rooks, halten Sie nicht. Okay. Okay, momentan haben Sie Level 5, das ist natürlich super. Die auch nochmal reingelatscht, dass sie es mitgesendet ist? Ja, muss ich dann ausschneiden. Ja. Kannst du erstmal kurz helfen, bitte den Ambrotisch fertig zu machen, weil dann was essen wollen? Braucht nur noch 10 Minuten, weil ansonsten läuft die Aufnahme die ganze Zeit weiter. Lass einfach ausmachen. Ja. Gut, dann überlege ich mir gerade, was wir uns hier mal kaufen. Die Polizeibestechung ist ja eigentlich ganz cool. Das ist natürlich cool, wenn die keinen Streit mehr mit uns anfangen. Das machen wir erstmal so schnell und dann beende ich den Part. Das kostet natürlich wieder einen Arsch voll Geld. Ah, nee. Falsche Richtung. Mr. Green will uns noch jemanden vorstellen, dann lasse ich jetzt hier noch kurz die Zwischensequenz laufen und wir sehen uns im nächsten Part.